Baby Junior. Frisch, frisch, frisch. Der Lebenszyklus von einem Frosch. Ein Frosch legt viele Eier am Teich. Diese Eier nennt man Froschlaich. Dann nach ungefähr 3 Wochen werden daraus Kaulquappen. Sie schwimmen sehr fröhlich herum. Und wenn 5 Wochen um sind, wachsen 2 kleine Beine. Ein Bein pro Seite. Frosch, Frosch, Frosch. Der Lebenszyklus von einem Frosch. Schon bald kann man Arme sehen. Jungfrösche kann man sie nennen. Und ein paar Wochen später sind die Schwänzchen so viel kleiner. Schau, kannst du das sehen? Sie sind jetzt kleine Frösche. Der Lebenszyklus von einem Frosch ist erstaunlich fantastisch. Wow! Der Lebenszyklus von einem Frosch. Sieh dir das nächste LBB Junior Video jetzt an. Für weitere tolle Videos abonniere unseren Kanal.